Hi, ich bin Art von Arts Garten. Ich bin Max von der Gartenkanal. Das braucht er gar nicht erwähnen, ihr kennt ihn sowieso. Ich habe heute die Ehre, bei ihm im Garten zu sein. Nach dem Garten-YouTuber-Treffen haben wir hier einen kleinen Abstecher gemacht. Und ich gucke mir mal einfach an, was er so hier mit seinem Opa fabriziert. Und werde vielleicht ein bisschen was klauen und nachher dann als Salat verarbeiten am Ende. Also seid gespannt und wir gehen jetzt mal direkt gucken. Ich freue mich schon. Und übrigens noch, ich will eingrätschen, vielen lieben Dank fürs Mitnehmen, fürs Heimfahren. Ja, also die Ehre gerne. Meinerseits. Los geht's. Jo. Okay, also man sieht, wir gehen gleich einmal durch den Garten. Und hier am Anfang wollte ich direkt mal was stibitzen. Nicht für den Salat, sondern so zum Naschen. Und zwar ist hier die erste, ja nicht die erste, aber jetzt eine, die ich sehe. Andenbeere oder Physalis reif. Und da freue ich mich, boah, was für ein Oschi. Die gönne ich mir jetzt, weil meine, ich habe die dieses Jahr ausgesät und die sind noch recht klein. Hast du die ausgesät oder überwintert? Die sind ausgesät worden, alle. Und dann sind die schon so weit? Ja. Hast du irgendein Geheimnis? keine Wachstumsunterbrechung, wollen sie nicht. Gucken, dass sie schön feucht sind oder eben gucken, dass sie nicht zu feucht stehen. Ja. Und ein bisschen Dünger am Anfang dazu. Mega. Gut? Mhm. Bea Sticke heißt die Sorte. Ja, die ist echt zu empfehlen. So, aber Art, Beas Dicke, ne? Die ist ja bekannt. Aber du weißt ja, ich habe noch die Maui Physalis. Ja. Wenn ich eine finde, die musst du unbedingt probieren. Oh, ich hoffe doch. Aber eine kleine, die ist notreif abgefallen. Ja komm, vielleicht taugt's ja was. Die kommt fast an die andere dran von der Größe. Schmeckt's trotz Notreife? Ja, sehr intensiv, ja. Intensiv, ne? Mhm. Mhm. Mega. Also die muss ich auf jeden Fall auch noch mehr anbauen, Physalis. Lohnt sich. Ich gebe dir Saatgut ab. Ja. So, wie ich vorhin gesagt habe, wir wollen ja ein bisschen gleich noch was naschen. Deswegen pflücke ich jetzt hier ein bisschen von der wilden Rauke, ne? Ja, der echte Rucola sozusagen. Der echte wilde. Oder ursprüngliche, ne? Ja. Der vermehrt sich ja auch schon die letzten Jahre. Wild. Man sieht, ist ein bisschen schmaler als der, ja, der gezüchtete. Aber wahrscheinlich viel intensiver im Geschmack, oder? Der hat Bums. Ja. Mhm. Oh ja. Und der steht auch bis zum Winter rein, ne? Ja, bis zum Frost. Ja. Manchmal kommt auch noch mal, wenn es wieder so eine warme Phase hat, im Dezember wieder was hoch. Aber auch den Stock kannst du einfach im Hochbeet überwintern. Ja, kommt genau. Alles wieder hoch. Ja. Und einmal aussäen lassen, dann sieht man, was man hier für einen Schlamassel hat. Der ist aber echt scharf, du. Mhm. Hängt auch damit zusammen, dass hier in meiner Abwesenheit Trockenheit, ne? Ja, ja, und dann wird der intensiver. Ja. Also hier am nächsten Beet sehe ich auf jeden Fall, du bist China-Kohl-Fan. Ne? Ja, Kimchi mundet mir unglaublich gut. Kimchi bedeutet was? Also dieser fermentierte China-Kohl aus Korea mit Knoblauch, Chili und so weiter dabei, Fischsoße normal. Ja. Sehr, sehr lecker, aber Opa mag den auch ganz arg. Ja? Und was kann man jetzt noch säen, pflanzen, wenn die Tomate verreckt sind? Ja. Chinakohl. Ja, eben, ist eine gute Option. Palmkohl sehe ich auch, ne? Genau. Und du musst mir noch mal kurz auf die Sprünge helfen. Wie heißt das Gewächs in der Mitte? Es riecht zitronig. Hat irgendwelche Knollen, ne? Nee. Ne? Australisches Zitronenblatt. Oh? Das ist das, was so weich ist, wo man sich gern reinkuschen wird und was so unglaublich gut riecht. Und was machst du daraus oder was machst du damit? Tee. Oder eben einfach ins Wasser rein zum Aromatisieren. Ach was. Und das habe ich mir gedacht, wegen Kohlweißling, vielleicht der intensive Geruch könnte auch Ablenkungspflanzenpotenzial haben. Ja. Wie eben Tomate und Kohl nebeneinander. Und also gut, die sind klein, aber bisher ist kein Kohlweißling dran. Wie sich das anfühlt, habe ich noch nie gesehen. Das ist krass, gell? Was sieht denn so ähnlich aus, was ich jetzt gedacht hatte? Irgendwas mit Knollen. Boah. Fällt mir jetzt nichts ein, leider. Aber die Leute können ja einen Kommentar da lassen. Ja, genau, vielleicht wisst ihr das. Das ist auf jeden Fall krass, die Pflanze. Also hier stehen wir vor einem Hochbeet von deinen 1, 2, 3 Stück. Ja, hier ist so ein Mittelhochbeet. Kürbisse sehe ich. Ist der Hokkaido, oder? Das ist Hokkaido, genau. Genau, und Möhren dazwischen. Boah, hier guckt mich schon so ein Oschi an. Ich zieh mal raus. Oha. Das nenne ich mal eine Möhre. Ja, oben leider das Grün ein bisschen, ne? Da muss man wegschneiden, ne?
Aber, ja, aber ab hier ist ja auch noch einiges. Ja. Krass. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, die nehmen wir mit für den Salat und dann gehen wir mal weiter. Das hier, ich weiß nicht, ob das von euch jemand kennt. Ich war sehr, sehr überrascht, dass du das hier im Garten hast. Das ist dieser Wasserspinat, ne? Ganz genau. Aus Asien. Schön, dass mal jemand gleich auf Anhieb erkennt. Ja. Weißt du, bin ich auch ein bisschen Exotenfreund. Ja. Hast du schon ein bisschen beerntet, hast du gesagt? Klein, ne? Wenig, ja. Und? Ja, viel Eigengeschmack hat es nicht, aber wenn du auf authentische asiatische Küche stehst, kann man nicht drauf verzichten. Kann man nicht drauf verzichten. Ja, ja, jetzt gucken wir mal, wie es läuft. Kartoffeln können bald raus, ne? Ja, sollten auch bald raus. Sonst geht die Fäule in die Knollen rein, ja, ne? Kannst da nichts mehr mitmachen. Und hier hast du mir vorhin was gezeigt. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Da hat sich ein Rosenkohl mit was verkreuzt? Einem Helgoländer Klippenkohl. Einfach so bei dir im Garten gewachsen, ja, und dann haben die sich verkreuzt. Und das kam raus. Witzig, was es nicht alles gibt. Eine richtig massive Pflanze mit richtig schönen dicken Blättern. Die Blätter kann man essen. Und jetzt geht es so ein bisschen in diese Sprouts, Flower Sprouts Richtung. Also ja, die Seitentriebe werden hier dann zu Röschen. Aber momentan schiebt er noch in die Höhe. Ja, witzig. Hier stehen wir, glaube ich, vor einem Gewächs, was jetzt immer mehr wird in Gärten, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist der Topinambur, du hast gerade gesagt, Pilianti. Helianthi. Helianthi. Sonnenwurzel, also so die Wildform. Ja. Ich habe einiges abgeerntet. Leute, wenn ihr euch in den Garten setzt, macht es an eine Stelle, wo es sich ausbreiten kann und in Beschlag nehmen darf. Ja, weil hier ist gut eingegrenzt bei dir. Ja, ne? Ja, das wird gut eng. Ja. Vorteil vom Helianthi ist, der ist ein bisschen so verträglicher wie der Topinambur. Hm. Topinambur geht ja ein bisschen auf die Magen-Darm. Da habe ich eine lustige Geschichte. Ich habe meinem Kumpel Topinambur gegeben, eine ganz paar Kilo oder so, und der wusste nicht, dass man davon Magenprobleme kriegt und hat die ganze Pfanne wie Bratkartoffeln gegessen und lag die ganze Nacht mit seinen Bauchschmerzen des Lebens im Bett und hat sich gequält. Also das muss man auf jeden Fall bei Topinambur beachten. Soll sich erstmal so ein klein bisschen rantasten, ja, genau, eine kleine Menge, dass der Körper sich gewöhnen kann. Ja, vielleicht bringe ich dem davon was mit, dann verträgt er es besser. Ich kann dir was abstechen, wenn sie, ne, schon ein bisschen größer sind, ja, und sich auch wieder vermehren können, richtig. Aber normal, wenn du auf eine drauf trittst, irgendwo Erdkontakt, das treibt halt wieder aus. Ja, ja, die kann man nicht kaputt machen, die Pflanzen. Ich habe die bei mir im Beet ja auch. Ja. Man muss sich gut überlegen, ob man die reinpflanzt oder nicht. Ja. Hier brauchen wir auch noch für einen Salat. Eine Gurke darf nicht fehlen. Klein, aber fein. Hier hängt noch eine große, aber die lassen wir für Opa hängen. Ganz genau. Wir wollen ja nicht den ganzen Garten hier ausrauben jetzt. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist eine Zwiebel. Wir sind ja reichlich auch in so einem kleinen Frühbeetkasten. Hast du dafür eine Scheibe im Frühjahr, oder? Nee, das ist mittlerweile ein aufgeschüttetes, kleines Mini-Hochbeet. Ja, okay. Ich nehme mal hier so eine rote raus. Genau. Das sind nur die größten, aber die wachsen auch noch. Ich habe schon irgendwo größere gesehen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo die waren. Da vorne. Richtig dicke sind das Gemüsezwiebeln vorne, die großen. Gemüsezwiebeln und ansonsten Stuttgarter Riesen. Ja. Und bei den roten kenne ich die Sorte nicht. Mhm. Okay. Die sind für das Auge ist mitgedacht. Ja, genau. Hier ist auch noch Salat, leider noch nicht für uns bereit, aber das ist der Radicchio, ne? Ja. Genau, ist eigentlich auch mal ganz schön mit seinen schönen roten Äderchen, ne? Macht auch mal was her und ist so ein bisschen bitterer im Geschmack, herber, ne? Genau. Ja. Und halt eben auch jetzt noch eine Kultur für die Aussaat oder besser gesagt Auspflanzen jetzt, ja, wenn genau, die Tomaten kaputt sind. Ja gut, vorne steht noch einer, da können wir auch mal direkt hingehen. Aber da weiß der Max leider nicht mehr den Sortennamen. Na, da habe ich wieder die ganzen Sorten durcheinander gebracht. Weil die steht hier noch wie eine 1, auch recht groß, schön kräftig. Das könnte man sich ja mal fürs nächste Jahr eigentlich merken. Aber wenn man die Sorte nicht weiß, bringt das auch nichts. Ne? Nur die Saatgut gewinnen kann man. Die stand inmitten von den ganzen Braunfäule-Tomaten und sie hat wirklich nichts. Du kannst noch mal gucken. Auch jetzt nichts, oder? Gar nichts. Nö, nicht wirklich. Gut, dann gehen wir schnell weiter, bevor er was findet. Also ich habe auch schon öfter für mich überlegt, zu Hause so ein Hochbeet aus Stein zu mauern. Und jetzt habe ich gesehen, wie stabil hier das Ding von Max ist. Also tapp mal bitte dagegen. Ein paar meinen, das wird zusammenfallen. Nee, da fällt nichts. Da brichst du den Fuß. Das ist, ja, steinhart, also ist ja auch Stein. aber ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich glaube, das lohnt sich wirklich, sowas zu machen. Weil wenn man so ein Hochbeet aus Holz hat, das vergammelt halt irgendwann mit der Zeit. Und das ist halt für die Ewigkeit, ne? Ist schon eine gute Sache und speichert wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser die Wärme. Ja, ganz genau. Ja. Sieht auf jeden Fall top aus.
Und hier ist wohl so die kleine Bärenecke bei euch, oder? Mit Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren. Ja, da sind die Sträucher, die wir hier haben. Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren sowieso außen, überall. Ja. Und vorne haben wir noch die Brombeerhecke. Aber hey, siehst du, was da oben alles hängt an Brombeeren? Ja. Du hast ja auch schon bemerkt bei der Hinfahrt, so schön die hügelige Landschaft bei uns im Kraichgau, überall Streuobstwiesen dazwischen. Wir haben auch überall die verwilderten Heckengrundstückchen und Brombeeren brauchst du bei uns eigentlich nicht anpflanzen, weil es wächst überall wild. Kann man lieber den Platz anders nutzen. Und ne? da sammelst du auch den Tieren nichts weg. Es hat so viel, riecht auch total gärig dann, wenn man vorbeiläuft, irgendwann, wenn es rüber ist. Also ja. Cool. Aber wie gesagt, du hattest unsere kleine Bärenhecke und wie du siehst, andere ernten gerade ihre ersten Stachelbeeren. Wir sind schon Ja, meine sind auch schon lange durch. Wir sind schon durch. Ja. Und hier ist auch schön gemacht mit den, ich glaube, Kellerfenster oder so, ne? Ja, irgend so Glasbausteine waren es mal. Und Opa ist halt, der hat schon Upcycling gemacht, bevor irgendein Neuzeitmensch von uns das Wort Upcycling erfunden hat. Ne? Und, ja, finde ich cool. Das finde ich auch das Schöne, dass man damit schon aufgewachsen ist, bevor es Trend war. Ja. Was ich immer so schön finde in anderen Gärten, wenn man da zum ersten Mal zu Besuch ist, man sieht so ganz viele kleine Details, die den Garten halt abrunden. Und hier zum Beispiel bin ich gerade gelaufen, das habe ich beim ersten Mal nicht gesehen. Hier ein Eingang zu einem Vogelnest, einfach an den Baum gemacht. In die Baumhöhle kann der Vogel dann einziehen. Sowas finde ich halt total cool. Und das sind so Anregungen für zu Hause, die man dann halt irgendwie aus anderen Gärten sich stibitzen kann. Ups. Also Art. Ja. Haben uns was Schönes zusammengepflückt. Ja. Und ich finde es total geil, jemanden zu haben, dem das auch gefällt, so ein bisschen hier was absammeln im Garten und dann was draus zu machen. Besser geht's gar nicht. Und hier müssen wir erwähnen, die haben wir vorhin aus dem Vorgarten mitgebracht. Richtig schöne Pfirsich. Da freue ich mich drauf. Ich mich auch. So, was machen wir? Kleiner Gartensalat. Ja. Wir haben uns gedacht, wir versuchen natürlich so viel wie möglich oder alles dann aus dem Garten zu verwenden. Ich muss kurz gucken, ob ich da wirklich drauf bin. Ja, mal dieses Kabel ist immer im Weg, ne? Gut, ich bin drauf. für Salatsoße hätte ich gesagt, Pfirsich. Du hast auch noch ein paar Brombeeren gepflückt. Finde ich immer ganz toll, einfach eine Frucht als Grundelement oder Geschmacksträger zu nehmen. Mhm. Da haben wir natürlich noch ein bisschen Honig und nicht irgendein Honig, sondern Honig aus dem Tumpfiland vom Tumpfi. Oh, da bin ich mal gespannt. Sehr, sehr feine Sache. Ja. Wir haben noch ein bisschen Zitronenthymian mit. Aus dem Vorgarten, einfach ja, deswegen, ne? Wegen Geruch. Und dann würde ich sagen, fangen wir an zu schnippeln. Jo. Kannst du mit so einem Messer umgehen? Nee. Da hat der Florian mich auch letztes Jahr angemeckert, dass ich ja so gut mit dem Messer umgehe. da hat er einen kleinen Schock bekommen. Aber ich meine, wenn man es noch nie benutzt hat, woher soll man es dann auch können, ne? Ja, definitiv. Er hatte es mir dann auch ein bisschen erklärt, aber es ist halt schon wieder ein Jahr her. Mhm. Und davon ist jetzt nicht mehr so viel hängen geblieben. Ja, ich mache 3 Esslöffel Essig, hier jetzt ein Balsamico, 3 Esslöffel Olivenöl. So das Grundding. Und dann je nach Gusto kann man ja wieder was dazu machen. Willst du eher klein oder groß geschnitten haben, die Sachen? Wie du möchtest. Damit ich jetzt nicht so viel Arbeit habe, mache ich es groß. Ja. Ich mag es auch, wenn so unterschiedliche Texturen drin sind. Also dann kann die Gurke ruhig ein bisschen größer sein mal. Ja. Salat ist ja wieder feiner. Ja. Man merkt schon, wenn man ein scharfes Messer hat und wenn man zu Hause nur stumpfe Messer hat, das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Du findest es scharf? Ja. Ich bemühe mich schon jetzt endlich mal nach einem Monat endlich mal wieder zu schärfen. Ja, das ist eigentlich stumpf gerade. Ja, für deinen Geschmack. Für meinen ist das schon sehr, sehr scharf. Dann ist gut. Also beim Zitronenthymian mache ich auch die Blüten rein. Ja. Für mich gar kein Problem und lässt sich super leicht hier lösen. Und das mache ich zuerst rein und direkt ins Öl, damit die ganzen ätherischen Öle natürlich nicht verfliegen vom Zerbröseln. Klatsche auch vorher so drauf, dass die da so ein bisschen locker werden? Nö, das mache ich einfach hier so mit den Fingern. Ja. Das Klatschen mache ich, wenn ich Minze ins Wasser lege zum Beispiel. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie süß die Pfirsiche sind. Aber so ein Teelöffel geht da auf jeden Fall klar. So, darfst du mal vom Tumpfi-Honig schlecken? Ja, sehr gerne. Mhm. Gut? Ja, sehr gut. Auch ein schöner großer Topf, ne? Ja.
Ich habe mir nicht nur so ein kleines Gläschen. Ich habe mir 6 Kilo bestellt. Hat sich gelohnt. Möhrengrün kann man auch, auch da du nicht schnippeln, einfach hier anpacken, zerreißen, bisschen rein. Wir wollen jetzt nicht so viel rein, weil wir natürlich auch die Möhre hier liegen haben. So, ich muss mal eben das Brettchen hier entleeren, weil es ja doch ein bisschen klein ist. Passt schon, hier rein. Ja. Also es ist kein Problem, jetzt kommt Gurke und Zwiebel rein, die festen Sachen. Salat würde ich jetzt am Anfang nicht gleich reinmachen. Jetzt am Anstern. Wie machst du das mit der Rauke? Die einfach ganz rein, ein bisschen zerschneiden, durchreißen. Reiß es durch und lass mich die Möhre kurz machen. Ja. Nehmen wir uns mal so ein saftiges Mittelstück. Aber noch nicht reintun, hat es ja gesagt, ne? Ja. Mit Schale? Ja. Ja. Unangenehm wird es halt nur, wenn irgendwie so ein kleines Dreckkörnchen halt mal dazwischen ist, ne? Ja, aber wenn man die abreibt, dann geht das ja eigentlich. So. Wir haben ja schon eine Möhrenverkostung mit dem Tomatenflüsterer gemacht. Da waren die weißen Möhren durchweg ein bisschen lascher oder schwächer. Okay. Aber ich finde es ja trotzdem ein ganz eigenes Aroma. Ja. Und für eine Suppe. Hallo? Ist doch in Ordnung. Auf jeden Fall. Ja, ein klein geschnippelt, zack. Jetzt hoffen wir mal, dass unser Pfirsich ja, da mit seinen Patatschern gut ist. Also steinhart sind sie auf jeden Fall nicht mehr. Nee, steinhart sind sie nicht mehr. Ein, zwei sind ja leider schon am Baum weggeschimmelt. Ja. Nein, genau das wollte ich vermeiden. Oh. Jetzt müssen wir nur den Kern irgendwie rauskriegen. Oder wir essen ihn einfach so. Oder ist einfach so. Ja, ich schneide ein bisschen was hier ab, ne? Käferchen. Ja. Bei sowas Saftigem ist das dann ja auch kein Thema, wenn das Stückchen mal ein bisschen größer ist. Da geht definitiv genug Geschmack da rein. Ja. Oder man nimmt einfach einen Pfirsichnektar oder Marillennektar und kippt den direkt rein. Das ist bestimmt auch gut. Ja, hau rein, hau rein. Stehst ja so hier da. War das auf mich. Ehrliche Meinung bitte. Mega gut. Ja? Ja. So sollen sie schmecken. Genau in der Grenze von viel zu weich und viel zu hart so dazwischen. Muss ich heute noch ein paar Pfirsiche ernten und essen. Ja, auf jeden Fall. Weil wenn die am Baum vergammeln, wäre ja zu schade, ne? Ja, du hast auch nicht jeden wirklich im Blick in dem Dickicht halt. Und bei einem passiert es mal, aber es hängt halt einfach mit der Witterung zusammen. Also ich muss sagen, die eine Seite ist härter als die andere. Ich merke es, ja. Zwei Tage noch, dann sind die alle reif, glaub. Geht halt unglaublich schnell von hart zu weich und dann faulig schimmelig. Ja. Das ist der Vorteil, wenn man einen Hausgarten hat. Brombeerchen kommen dazu. Die manche ich jetzt mal ein bisschen an hier mit der Gabel, dass der Saft rauskommt. Jetzt haben wir ein bisschen Rucola-Überschuss vermutlich drin. Ja, wir haben noch ein paar Blätter gefunden. Damit es nicht ganz so scharf ist. Ja. Das Schöne ist halt auch, man muss nichts abwaschen. Man weiß genau, da ist nichts drauf. Ja. Ja. Kann halt mal sein, dass mal eine Schnecke über ein Salatblatt drüber gekrochen ist, aber ja. Das ist jetzt schadet auch nicht. Berufsrisiko. Ja. So, dann richten wir mal an. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Okay, muss ja auch gerecht hier ablaufen. Mach ich erstmal ein bisschen hier rein. Früher haben wir immer gesagt, du teilst, ich such aus. Stimmt, ja. Na, aber doch, ist doch einiges. Ja gut, jetzt lassen wir es uns schmecken. Ja. Da bin ich mal gespannt. Überblendaufnahmen gibt es jetzt für euch. Jetzt hoffe ich, der Gartensalat taugt was. Also, er sieht schon mal sehr gut aus. Einfach, aber gut. Wenn man jetzt die Pfirsiche richtig, richtig, richtig klein schneidet, dass die aussaften oder auch in den Mixer haut, natürlich mehr Pfirsicharoma drin. Ja.
Aber ich finde es auch so mit den Pfirsichstückchen nicht schlecht. Ja. Okay, stellen wir es mal zur Seite. Ich glaube, sonst sitzt man noch eine Weile da und du hast noch eine Fahrt vor dir. Mhm. Erzähl mal vielleicht, wo du morgen bist. Gleich. Ja, ich muss jetzt gleich nach Hause fahren, weil ich morgen live beim WDR bin. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie das wird und auch schon leicht aufgeregt. Mit cool, mit alles cool. Ja, du hast ja auch schon Erfahrungen live im TV, ne? Ja. Ja, ist gar nicht so übel, wie man denkt. Ja. YouTube-Livestreamer, wenn das alles selber macht, ist man echt aufgeregter. Weil beim Fernsehen muss ich ja da sitzen und sprechen und man hat nicht Kamera, man hat nicht einen Ton extra, meistens auch, ne, und so. Man muss halt nur sprechen. Ja. Ja. Kriegst du hin. Haben wir heute geübt. Ja. Okay, danke für deinen Besuch. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gern. Falls jemand ihn auf seinem Kanal noch nicht abonniert hat, Abo da lassen, ganz wichtig, und Daumen hoch. Und gerne bei Max auch vorbeischauen, aber ihr habt ihn sowieso abonniert, weiß ich. Aber gerne trotzdem nochmal vorbeigucken und auch dort ein Abo lassen. Dankeschön. Jo, danke auch. Ciao, ciao. Ciao. Zufrieden? Jo, mega nice. Okay, ich auch. Ja. Haben wir gut gemacht. Ja, ist bestimmt cool geworden. Und jetzt wird noch ein bisschen gefuttert. Ja.